Ich gratuliere, du kriegst Geschenke. Wenn du ein stolzer Amazon Prime-Besitzer bist, kannst du in diesem Spiel und auch in vielen anderen kostenlose Boni erhalten. In dieser Boni sind solche Begleiter mit dabei. Sie sammeln für dich alle Items von den von dir getöteten Monstern. Du musst nicht mehr rumlaufen und extra auf G drücken oder mit der Maus auf das Item zeigen, was sehr nervig war bis jetzt. Das übernimmt jetzt dein Begleiter. Du kannst hier sogar einstellen, welche Art von Items er suchen soll, damit es deiner Charakterstufe entspricht. Später reden wir noch mehr darüber. Hier kriegst du in den ganzen Boni jedes Mal auch eine kristalline Aura. Sie gibt dir diese ganzen Bonis mit. Du kannst dich kostenlos mit Reportern teleportieren. Überseedampfgebühr ist 50% weniger, 2 Bifrostplätze extra und vieles, vieles mehr, was du hier siehst. Aktuell kriegst du 3 verschiedene Ostereier. Das goldene Osterei hat Feuereffekt, das blaue den Windeffekt und das rote weiß ich nicht mehr, aber das wäre cool, wenn du mir in die Kommentare schreiben würdest, nachdem du das Ganze gekriegt hast, was das für einen Effekt hat. Ich werde dir gleich zeigen, wie es funktioniert. Auf Alt P rufen wir uns den Begleiterinventar auf. Hier kannst du auch sehen, was es alles mit sich bringt. Zu den zusätzlichen Funktionen von unserem Pet. Du bekommst mit ihm noch ein zusätzliches Begleiterinventar, Platz freigeschaltet. Das sind immerhin 40 zusätzliche Plätze zu unseren Items, die wir hier verteilen können. Sonst musst du immer zum Lagerwächter hinrennen, um das Zeug abzulagern zwischen den Raids oder Dungeons. Oder es zerlegen, tauschen, verkaufen oder es schlicht und einfach wegwerfen. Eine sehr nützliche Funktion zum Beispiel ist die Fernreparatur von deinen Waffenausrüstung und von den Werkzeugen. Außerdem kannst du die Fernpost anschauen, ohne dich in einer Großstadt zu befinden. Und wundere dich nicht, wenn es hier nicht alles freigeschaltet ist. Zuerst musst du die Quests abschließen, dann ist das hier alles verfügbar und mit der kristallinen Aura wird es alles aktiviert. Diese 2 Boni sind immer einsatzbereit und die zusätzlichen Funktionen werden mit der kristallinen Aura aktiviert. Normalerweise kostet es echt Geld und je nachdem, wie das Angebot im Shop aktuell steht, kannst du es erwerben oder nutzt es einfach kostenlos mit diesem Prime Gaming Angebot. Kristallinen Aura lohnt sich meistens erst ab Level 50, aber man kann es trotzdem vorher schon ausprobieren und das Angebot genießen. Wie man seinen Charakter auf Level 50 bringt, ist in dem Video erklärt, das oben verlinkt ist. Schaust dir an, man braucht nicht lange Zeit, es ist in 10 Stunden möglich. Um das Angebot zu nutzen, gib bei Google ein Amazon Prime Gaming, klick drauf. Hier, wenn du drauf klickst, kannst du es 30 Tage lang kostenlos ausprobieren. Vergiss aber nicht, das rechtzeitig zu deabonnieren, wenn du nicht weiterzahlen möchtest. Wenn du aber schon einen Amazon Prime Account hast, melde dich einfach hier an. Und hier siehst du dann alle Spiele, die hier vertreten sind. In der Suchleiste geben wir unser Spiel ein. Hier hast du es schon. Hier siehst du dann alle Geschenke, die hier abzuholen sind. Schau ab und zu rein und erkundige dich, ob du nicht jetzt schon etwas abholen darfst. Das sind insgesamt 6 Loots für dieses Spiel und es gibt übrigens noch viele andere Spiele, die du hier boosten kannst. Schau auf jeden Fall mal hier vorbei, das rentiert sich garantiert. Wenn du kein Amazon Prime hast, frag einfach deinen Kumpel, Freundin oder die Eltern, das kostet nicht extra. Amazon Prime Gaming ist in dem Amazon Prime mit integriert. Schenke diesem Video einen Daumen nach oben, so wie Amazon dir diesen Loot schenkt und abonniere den Kanal, wenn du ein Profi in diesem Game werden willst. Wir sehen uns bald und viel Spaß mit dem Osterei.